Was kann der Punkt Nummer 3 sein? Ich habe mir nur über zwei Sachen Gedanken gemacht. Alter, du bist richtig strukturiert in deinen Videos. Du hast es richtig drauf. Moini! Herzlich willkommen. Heute geht es darum, auf welche Probleme du eigentlich stößt, bevor du überhaupt mit YouTube anfängst. Bevor du eigentlich... Na, eigentlich fängst du schon mit YouTube an. Aber bevor du dein erstes Video hochlegst, los geht's. Problem Nummer 1. Problem Nummer 1 ist super. Wie begrüße ich eigentlich die Leute, ja, die nicht da sind? Hallo, hallo. Hier ist keiner, weißt du? Zauberhafte Beispiele sind: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Hallo, ich begrüße euch allen zu meinem neuen Video. Ich versuche es ja ein bisschen lästiger, ne? So, Moini, ich bin der Surfer. Glaubt aber auch nicht. Das ist irgendwie so gar nicht ich. Ich habe mich auch so gefragt, wie begrüße ich eigentlich die Menschen in meiner Umgebung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sage ich überhaupt guten Morgen? Sage ich Moin oder sage ich nix, weißt du? Nee, Spaß beiseite. Also totale Schwierigkeit, überhaupt erstmal eine Begrüßung zu finden. Und wie gesagt, dann fragst du dich so nach einer Zeit, Alter, wie begrüße ich eigentlich in der Regel sonst Menschen? Begrüße ich Menschen überhaupt? Wozu sind Begrüßungen da? Ich weiß es nicht. Wenn ich bei meinem Job reinkomme, sage ich immer Good Morning. Aber ich kann jetzt euch nicht Good Morning sagen. Also kann ich schon. Good Morning. Wenn ich 17 Uhr hochlade, hi. Heute guckt es eh keiner mehr, deswegen ist egal. So wichtig bist du nicht. Ah, furchtbar. Fakt Nummer 2. Die Namensgebung. Namensgebung ist super. Namensgebung ist super. Ja? Also, was aber auch ein ganz klarer Fakt ist, ist, wenn du einen Scheißnamen hast. Klirr, 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 klirr. Wenn die Züge vorbeifahren. Oh, bist du fertig? Okay, ich glaube, er ist fertig. Ich glaube, er ist vorbeigefahren. Tschüssing! Wo war ich stehen geblieben? Genau, so viel zum Thema Namensgebung. Also, wenn du Mirella heißt und deinen Namen in ein Wort oder einen Satz packen kannst, so geil. Mir relativ egal. So geil. So, so, so geil. Keine Ahnung, ob sie dafür wirklich kreativ sein musste oder ob man sie schon immer so genannt hat oder ihr was weiß ja nicht. Auf jeden Fall, mein Name ist ja Vivi. Da kannst du natürlich auch viel draus machen, kannst du aber auch lassen. Weißt du? Ich habe schon gesagt, wie wir oder wie was. Aber das ist so, ah, das war es nicht. Oder wie wunderbar oder so, aber ich dachte, scheiße, Mann. Aber gut, das ist scheinbar auch nicht so ausschlaggebend. Also wer sich Bibis Beauty Palace nennen kann und so einen verdammt langen behinderten Namen haben kann und die erfolgreichste YouTuberin in Deutschland ist, du, dann ist der Name auch egal, weißt du? Dann ist er auch egal. Ich habe gedacht, meinen Namen will ich eigentlich nicht benutzen, weil mein Bruder ja heißt wie ich und auch YouTube macht. Und ich will nicht, dass also ich will ihm den Namen schon als Business-Namen lassen. Im Sinne von, ey, du erreichst fast den Namen, unser Nachnamen steht für Business. Ich verhunze es so ein bisschen und dann nehme ich einfach einen anderen Namen. Hat jemand einen Namen für mich? Ich hätte gerne einen Namen. Will mich jemand heiraten, mir einen anderen Nachnamen geben? Ach, danke, ja. Nee, genau, Namenfindung. So schwierig, so schwierig, finde ich so schwierig. Okay, Punkt Nummer 3. So, und das Letzte, womit ich auch gar nicht so vertraut bin, ist, was darf ich eigentlich? Also Fakt ist, das kann man natürlich alles rausfinden und das kann man alles bla bla bla. Aber es ist eben nicht mehr wie früher so, du machst es einfach und guckst dann, ob du es eigentlich darfst oder nicht. Weil sonst wirst du hier ganz einfach mal gesperrt. Nee, weiß ich nicht, aber ich habe keine Ahnung, was ich darf. Ich weiß auch nicht, ob ich ein Video mit unbezahlter Werbung markieren muss, wenn ich sowas in die Kamera halte, muss ich dann sagen, Alter, unbezahlte Werbung wegen Markennennung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich werde mich mit solchen Sachen noch schlau machen. Das sollte man eigentlich tun, bevor man YouTube macht. Bevor man sein erstes Video hochgeladen hat. Hast du sehr gut gemacht.
nicht. Genau. Aber das sind so Sachen, die ich so schwierig finde. Und noch eine Special-Aussage dazu. Ich zeige euch mal was. Also, ich habe euch eigentlich immer in meinem Bücherregal, ja, also hier so schön. Dann habe ich hier immer mehrere Bücher aufeinander gestapelt, was? Das ist hier jetzt übrigens, ich muss das jetzt hier markieren, weil ich hier Bücher zeige. Ich weiß es nicht. So, und dann habe ich hier mein Handy raufgestellt. Jetzt habe ich hier so ein. Warte, ich zeig's euch mal, wa? Jetzt habe ich mir hier von Wish so ein Ding bestellt für, keine Ahnung, 2 €. Womit es erstmal geht. Aber manchmal muss ich auch hier noch eine Erhöhung bauen. Ja, ist großartig, ist super. Genau, also wie filme ich eigentlich, ohne dass ich mein Handy die ganze Zeit in der Hand halten muss? Was für eine Konstruktion muss ich da bauen? Es ist super. Es ist so super. Genau, und hiermit, fuck. YouTube ist ja quer. YouTube ist ja Querformat, wa? So, und hiermit beende ich dann mein Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.